Das Ich-Auge ist vielleicht das schwierigste Auge, das schwierigste zum Erkennen auch für einen Betrachter. Wie kann ich als Fotograf meinen Bildern eine persönliche Note geben? Die Herausforderung für jeden, der ihn fotografiert. Ich kann Ihnen kein Patentrezept geben. Das geht nicht. Sondern Sie müssen sich selber intensiv mit der Kunst und mit der Fotografie auseinandersetzen. Es lohnt sich, sich intensiv mit Fotografien, mit der Qualität von Fotografien zu beschäftigen, zu schauen, auch was haben Künstler gemacht. Renaissance-Künstler, die haben sich ganz anders gesehen wie ein Chile 1920. In der Kunst können wir enorm viel lernen. Kunstorientierte Fotografen, die perfekte Bilder machen, können uns inspirieren zu eigenen Wegen. Oder aber digitale Fotokünstler mit ihren Fantasiegemälden, auch diese können uns inspirieren, können uns Wege aufzeichnen, wie wir uns als Fotograf entwickeln können. Zentral für alles in der Fotografie ist die Freude. Wenn Sie Freude haben an der Fotografie, wenn Sie spielerisch mit der Fotografie umgehen und wenn Sie intensiv an Ihren Möglichkeiten arbeiten, dann wird mit der Zeit sich auch eine Sprache entwickeln, eine erkennbare, gute Sprache. Und die Sprache der Fotografie ist extrem weit. Ich zeige Ihnen jetzt hier eine Diashow mit verschiedensten Handschriften von Top-Fotografen, um Sie etwas zu inspirieren, was kann man alles machen mit Bildern und wie können wir mit Bildern sprechen. Und wenn Sie mehr Lust haben dazu, mein Buch kann ich Ihnen nachher zeigen. In diesem Sinne herzlichen Dank und jetzt schauen wir zusammen die Magie der Fotografie in einer Diashow.
für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte Ihnen die Magie der Fotografie etwas rüberbringen. Viel Vergnügen noch an der Fotokina. Dankeschön.